Guten Tag, es ist der 7. Februar und ich ziehe aus. Kurze Info noch am Anfang des Videos. Ich verlinke am Ende des Videos auf dem Video. Als ich bei Ease im Shaggin-Wagon saß, letzten Sommer, und hat mich ein paar interessante Fragen gefragt, wir haben uns gut unterhalten. Wie gesagt, ich verlinke euch das am Ende des Videos. Jetzt geht's los mit dem Vlog. Ich habe gestern schon alles gepackt, deswegen ist hier alles schon leer. Auch mein Fernseher ist weg. Und alles ist jetzt in meinem Bus unten drin. Ich habe das aber nicht gefilmt, weil ich mir gedacht habe, so, ich filme, wie ich alles auspacke, wieso filme ich, wie ich alles einpacke. Und gestern den ganzen Tag hat es in meinem Zimmer so richtig ekelhaft gerochen. Und meine Mutter kam dann auch irgendwann rein, so, hey Annika, in deinem Zimmer riecht's komisch. Ich so, ja, richtig so säuerlich irgendwie. Und dann sind wir drauf gekommen, dass da irgendwo eine Maus liegen müsste. Dann habe ich aber erst alles gepackt, weil ich mir gedacht habe, so, ja, weil bringt jetzt nichts, die zu suchen. Und am Ende des Abends hatte ich aber alles gepackt und wir haben die Maus immer noch nicht gefunden. Und dann lag die einfach so richtig ekelhaft. Hier ist mein Bett, Achtung. Lag die da so hinten drin und mein Bett stand dann noch auf Stelzen. Und dann ist das so eine aufgeplatzte, tote Maus gewesen. Ich musste fast kotzen. Also ich fand es dann echt, ich war richtig empfindlich dann im Magen. Naja, auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt erzählen. Und jetzt ist eigentlich alles schon fast fertig und ich fahr los. Das war's. Mein Bus ist bis oben hin voll. Mein Papa hat gestern auch ganz schön erfolgreich Tetris gespielt. Und jetzt muss ich noch Tschüss sagen. Aber ich komme in 2 Wochen zwar wieder, aber ich sag Tschüss. Ich fahr jetzt nach Köln. Tschüss, und du alles Gute bei deiner Prüfung. Ich gehe jetzt was essen. Ich bin eigentlich schon viel zu lange gefahren, so am Stück, weil ich mir gedacht habe, so, ich habe nichts gefunden, was mir getaugt hat. Und es gab immer nur McDonald's und Burger King und ich hatte keinen Bock auf die beiden. Deswegen habe ich immer gewartet, bis ein Subway kommt. Aber ich konnte ja auch nicht nachgucken. Und jetzt bin ich 40 Minuten vor Köln und jetzt gehe ich noch zum Subway. Spaßig. Ich hatte gerade Oliven aus. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich keine Oliven auf meinem Sub haben will. Und ich fand es nicht ekelhaft. Ich werde alt, ich mag langsam Oliven. Filmt der? Ja. Der filmt? Ich glaube schon. Oh. Hey Bitches. Schaut mich an. Wir sehen fertig aus. Ich habe auch kein Make-up an. Oh oh. Vor allem, ich habe jetzt gerade eben noch eine halbe Stunde oder so einen Parkplatz gesucht. Habe keinen gefunden. Und jetzt stehe ich in der Parkgarage. Für 20 Euro. Die Stunde. Nee. Aber willkommen zu Hause. Es fühlt sich so komisch an. Du bist jetzt Kölner. Ich filme mich jetzt am besten, dass man nicht sieht, wo ich wohne. In einer halben Stunde fängt Jeremy Sings Tombola an. Jetzt gehen wir das Wichtigste erstmal kaufen. Wein. Vino. Das ist schön. Und dann packen wir den ersten Karton aus mit den Weingläsern. Oh, richtig schöne Einweihung. Yay! Wo ist der Weingläserkarton? Ich muss den nämlich jetzt hier ganz fancy aufmachen. Gefunden! Ist das jetzt kontraproduktiv, wenn ich den Weingläserkarton mit dem Ding... Ja, ich komme. Machen wir das These einfacher. Ich bin gerade überfordert. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Oh Gott. Oh, ich hasse. Ach, da ist der Werkzeugkoffer drin.
2. Oh, geil. So, wir gucken jetzt. Hier ist es ja ganz wichtig, da kommen auch schon ein paar Tränen. Jetzt heulen die schon, oh mein Gott. Das geht so schnell. Wie Giselle bei ihrem ersten Casting. Ich bin auch nur so von mir selbst enttäuscht jetzt. Ich bin jetzt durch und durch überfordert und fange jetzt an, das hier alles auszupacken. Ich hoffe, dass ich Topmodel werde. Never. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was? Also ich habe den Navi schon. Ich setz mich jetzt hier so hin. Wir fangen einfach so. Nein, ich habe jetzt meinen Nervenzusammenbruch. So, Status-Update. Es ist 10 Uhr. Ich habe jetzt fast einen Nervenzusammenbruch. Nein, Spaß. Ich habe jetzt hier die ganzen Kisten eingeräumt und fertig gemacht. Ich habe meinen Werkzeugkasten gefunden, habe ich vorhin schon gesagt, aber egal. Und jetzt, auch wenn die Wand gerade eben noch grindig ist und ich hier eigentlich weißeln muss und dieses ganze eklige Babzeugs da wegmachen muss, baue ich jetzt meinen Schrank hier auf. Der ist ja nicht viel zum Aufbauen, den haben wir nur minimal zerlegt, um ihn in den Bus zu bekommen. Bin überfordert. Sehe ich jetzt aus wie eine Lesbe aus den 80ern? Und jetzt gehen wir zu Ikea ein Bett kaufen. Was ist das für ein Vlog? So ein Umzugsvlog? Ja. Ein trashiger Umzugsvlog. Wie alle meine Vlogs. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt ganz viele Sachen kaufen. Ich bin gespannt, wie viel Geld ich ausgebe. Höchstens 30.000 Euro. Denkst du, jemand hat mal so viel Geld bei Ikea gelassen? Nein, ne? Geht das überhaupt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du so ein Haus hast. Ja, wenn du so eine Villa hast mit 30 Bädern und 50 ja. Schlafzimmern. Aber dann kaufst so. Du nicht bei Ikea ein, nehme ich an, oder? Dann, obwohl, vielleicht bist du dann broke, nachdem du das gekauft hast und kannst dir nur noch Ikea leihen. Aber erstmal Hotdog. Who's the fairest of them all? You are. Help. Das war's, wir sind fertig. Jetzt muss noch alles hochgeschleppt werden. Ja, ich habe auch Nervenzusammenbruch. Ich habe sogar Muskelkater im Rücken von gestern, richtig ekelhaft. So, wir sind jetzt fertig mit Hochtragen und ich erspare euch jetzt den ganzen Rest, weil ihr wollt nicht sehen, wie ich einen Nervenzusammenbruch habe, deswegen zack, fertig. Voll peinlich, ich muss das Video gerade eben mit meinem Handy filmen, weil ich habe meine Kamera zwar da, habe aber jetzt gerade eben schon alles ins Auto eingeräumt, weil ich jetzt nach München fahre und leider auch meine Speicherkarten und jetzt sind die unten in der Tiefgarage und jetzt will ich die nochmal runtergehen, um das auf jeden Fall. Mein Zimmer ist fertig eingerichtet. Ich denke mal, ihr habt das schon noch in ein paar anderen Videos gesehen. Ich fahre jetzt nach Hause für einen Monat ungefähr. Okay, tschüss Köln. Okay, never mind, ich habe meine Karte zum Rausfahren oben vergessen. So, jetzt aber. Ich fahre jetzt nach Hause, nach München, wie gesagt, und fliege dann in den Urlaub. Das ist auch der letzte Vlog, der jetzt erstmal online kommt. Ich versuche jetzt aber auch mal ein bisschen regelmäßiger Vlogs hochzuladen. Wie gesagt, ich verlinke euch hier jetzt mal das Video, wo ich bei Ys war letzten Sommer und er mich ein paar Fragen gefragt hat in seinem Shaggin-Wagon. Deswegen wollte ich das in diesem VW-Bus gerade mal ankündigen. Wir haben uns auf jeden Fall mega gut unterhalten. Schaut euch das Video gerne an und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Vlog. Okay, tschüss!